Hallo zusammen, als neuer Händler auf Amazon hast du einige sehr begehrte Kategorien und Marken, die du nicht verkaufen kannst. Denn du startest am Anfang mit einigen gesperrten Kategorien, mit Produkten, die Einschränkungen haben, mit Marken, die du nicht verkaufen kannst. Und in den Foren lese ich häufig, dass viele ein viel größeres Problem daraus machen, als es tatsächlich ist. Denn dich freischalten zu lassen, ist relativ einfach, wenn du weißt, was du zu tun hast. Und das machen wir gemeinsam in diesem Video hier. Schau mir über die Schulter, wenn wir uns zusammen freischalten lassen für die begehrtesten Kategorien auf Amazon. Kommen wir zuerst zu der Frage, warum müssen wir überhaupt Kategorien freischalten? Warum sind wir gesperrt, wenn wir als neue Händler auf Amazon verkaufen wollen, ein bisschen Geld verdienen wollen? Will Amazon irgendwen schützen oder sich selber schützen? Haben sie was gegen uns neue Verkäufer, damit sie einen Großteil der profitablen Nischen sperren? So könnte man das sehen. Deswegen schauen wir hier mal hinter dem Vorhang und sehen uns an, was eigentlich dahinter steckt. Wenn du die Meldung bekommst, dass deine Kategorie gesperrt ist, wenn du anfängst bei Amazon zu verkaufen, wirst du wahrscheinlich auch einmal an den Punkt kommen, wo du einen Artikel hinzufügen möchtest, aber du kannst es nicht, weil die Kategorie für dich gesperrt ist. Und das sind eine ganze Reihe Kategorien, aber es kann auch sein, dass eine Hauptkategorie für dich frei ist, aber dein Produkt liegt in einer Unterkategorie, die auch wieder Verkaufsbeschränkungen hat. Und na klar, Amazon möchte es neuen Händlern eigentlich so leicht wie möglich machen, mit dem Verkauf zu starten. Amazon hat aber auch noch Verantwortung zu anderen Gruppen. Welche sind das? Na klar, einmal die Kunden auf Amazon. Die Kunden, die sicher gehen wollen, dass sie Qualität und Originalware bekommen. Und Amazon möchte die Plattform natürlich auch für große Marken attraktiv machen, die wiederum weitere Kunden anziehen. Also hier schließt sich der Kreis. Und was möchte natürlich eine große Marke? Die möchte natürlich auch Sicherheit für ihre Marke, dass dort nur Originalware verkauft wird. Dann gibt es wiederum Kategorien, die einfach so anspruchsvoll sind, dass Amazon da auch einmal prüfen muss, dass der Händler auch weiß, was er tut, dass er für seine Ware verlässliche Quellen hat. Stell dir vor, du willst eine neue Uhr auf Amazon kaufen, wie hier zum Beispiel eine Swatch. Würdest du 200-300 € für eine Uhr auf Amazon ausgeben? Wahrscheinlich bedenkenlos, aber würdest du auch 200-300 € auf einer chinesischen Billig-App wie Temu, Shein ausgeben? Wahrscheinlich nicht, denn wer weiß, was da mit der Post kommt. Und das gleiche ist, wenn du vielleicht Ersatzteile für dein Auto bestellen möchtest, Bremsbeläge, die würde ich bedenkenlos auf Amazon kaufen, aber auch die wiederum nicht von irgendwelchen Billig-Apps. Und da siehst du schon mal, wie es aus der Sicht der Kunden ist, der möchte einfach Vertrauen in die Plattform Amazon haben. Und deswegen musst du die Freischaltung eher so sehen, dass du hier einmal deine Kompetenz und deine Seriosität nachweist. Und was brauchst du dafür? In den allermeisten Fällen ist es nur eine Rechnung, die zeigt, dass du so einen Artikel schon mal gekauft hast. Und dann ist es auch nur eine Formalität, du lädst den Scan der Rechnung bei Amazon rauf, Amazon guckt es sich an und schaltet dich frei. Es gibt noch ein paar kleine Details, weswegen es vielleicht doch nicht so schnell klappen könnte, wenn man die übersieht, dazu kommen wir aber auch hier in dem Video. Also zusammengefasst, wenn du vor einer gesperrten Kategorie stehst, kannst du erstmal nicht verkaufen, kannst kein Geld verdienen, die Lösung ist aber leicht, die ist mit dem Upload von einer Rechnungskopie gemacht. Also, du hast es gerade gehört, dir begegnen auf Amazon nicht nur gesperrte Kategorien, sondern auch gesperrte Marken. Du kannst also mit einer doppelten Sperrung konfrontiert sein, speziell wenn du Markenprodukte aus dem Großhandel kaufen solltest. Denn Amazon ist einfach so groß, wie sie sind, weil solche begehrten Marken wie zum Beispiel Apple dort auch verkauft. Apple hat die loyalsten Käufer der Welt, die kaufen gerne in den Apple Retail Stores in den Städten, die kaufen gerne auf der Apple-Seite, aber die kaufen auch ganz, ganz stark auf Amazon, weil sie den Marktplatz so vertrauen, und dieser Prozess, der hat einfach dafür gesorgt. Und deswegen, wenn du ein Produkt in so einer gesperrten Kategorie anbieten willst, dann lädst du deine Rechnung hoch und es ist erledigt. Die doppelten Sperren für die Kategorien und die Marke, die betreffen dann einfach die Wiederverkäufer, die aus den Großhandels kaufen. Stell dir vor, du willst Gillette-Rasierer verkaufen. Das ist sicherlich auch ein Produkt, was gerne gefälscht wird. Deswegen musst du hier dich einmal für die Kategorie Beauty und Körperpflege freischalten, um hier verkaufen zu können, und dann noch für die Marke Gillette, um speziell dieses Produkt verkaufen zu dürfen. Was sind also genau die Anforderungen beim Entsperren? Was musst du exakt tun? Und das kann sich sehr stark unterscheiden, aber es ist wiederum sehr leicht rauszufinden, das zeige ich dir jetzt. Denn wenn du deine Produktidee hast, die du hier überprüfen möchtest, loggst du dich einfach in deinem Verkäuferkonto ein, im Seller Central, und gehst im Menü auf Katalog.
Produkt hinzufügen, wie du es machen würdest, wenn du das Produkt anbieten möchtest. Und danach gibst du das Stichwort für dein Produkt hier in die Suche ein und sagst absenden. Und an der nächsten Stelle suchst du das Produkt aus, das möglichst ähnlich ist, das du verkaufen möchtest. Und hier bekommst du schon die Einschränkung angezeigt, die vielleicht für diese Kategorie, die Unterkategorie oder die Marke gilt. Über Einschränkungen anzeigen weißt du es dann exakt, was hier die Anforderungen von Amazon sind. Und dort findest du auch den Button Verkaufen beantragen, wo du deinen Nachweis schließlich raufladen kannst. Auf was habe ich also jetzt beim Freischalten selber zu achten? Und das sind in den meisten Fällen einfach nur eine Rechnung, die zeigt, dass du genau dieses Produkt schon mal bei einem anerkannten Lieferanten gekauft hast. Was ist jetzt genau ein anerkannter Lieferant? Das ist generell schon mal ein Lieferant, den Amazon irgendwo finden kann. Also wenn in deiner Nachbarschaft ein kleiner 24-Stunden-Supermarkt aufgemacht hat letzte Woche, dann ist er bei Amazon wahrscheinlich noch nicht auf den Schirm. Wenn du dein Produkt irgendwo im Großhandel kaufst, bei einem Großhändler, den es schon lange gibt, wirst du kein Problem haben. Du kannst dein Produkt auch bei einer großen Kette kaufen wie Mediamarkt. Das Wichtige ist, dass auf deiner Kaufrechnung die Einheiten sind, die du gekauft hast. Amazon nennt dir teilweise auch, wie viele Stückzahlen sie mindestens sehen wollen. Plus die Rechnung muss auf deinen Firmennamen ausgestellt sein. Der Firmenname, mit dem du dich bei Amazon angemeldet hast. Es kann also nicht eine Rechnung von irgendwem anderes sein. Es kann auch kein Kassenbon sein, den du irgendwo bekommen hast, wo gar nichts draufsteht. Also es muss eine ordentliche Rechnung sein mit deiner Firmenanschrift und dann hast du schon, was du brauchst. Wenn du jetzt deine Ware vielleicht von weit her bestellst und auch vorhast, nicht eine kleine Menge zu bestellen, sondern eine große Anzahl, nur du einfach vorher sicher gehen möchtest, dass du in der Kategorie auch verkaufen kannst, dann schalte sie einfach frei mit einer Rechnung mit Ware, die du extra für den Zweck bestellst. Bestell dir eine kleine Menge, 5 Einheiten, 10 Einheiten und dann hast du schon eine Rechnung, die du an Amazon geben kannst. Es muss einfach ein verifizierbarer Lieferant sein. Rechnungen von großen anerkannten Geschäften auf deinen Firmennamen. Und falls du im Großhandel bist und einfach dir eine Marke im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, da könnte ich gut verkaufen, dann nimm nicht das einfach als Grundsatz. Vertiefe wirklich deine Produktrecherche, komm mit einem Produkt, was du wirklich profitabel auf Amazon verkaufen möchtest und dann hol dir diese Rechnung für exakt dieses Produkt, weil auch eine Marke kann ganz verschiedene Produkte haben. Du möchtest mit der Rechnung, die du einreichst, so nah an dem Artikel sein, den du verkaufen möchtest wie möglich. Und deswegen kommt der Schritt einfach, wenn du deine Produktidee gefunden hast, wenn du die Profitabilität überprüft hast, dass es auch der Artikel werden soll, den du verkaufen möchtest. Deswegen ist das hier dein Ablauf. Mach deine Produktrecherche, komm mit deinen Produktideen, sortiere runter, was du tatsächlich verkaufen möchtest und jetzt überprüfst du, ob diese Kategorie, diese Marke irgendeine Einschränkung hat und du kontrollierst, was du tun musst, um das Ganze freizuschalten und das ist dann auch deine erste Aufgabe, dich um diese Freischaltung zu kümmern. Eine Ausnahme gibt es allerdings noch, wenn die Verkäufe auf Amazon so richtig durch die Decke krachen, im Ende des Jahres zu Black Friday, zum Weihnachtsshoppen, dann haben die Leute bei Amazon auch maximal zu tun und speziell im Lager, dann wollen die Händler schauen, dass sie den maximalen Bestand da haben, den sie brauchen, um ihre Ware zu verkaufen zu können. Und dann kann es einfach passieren, dass du diese Kategorie aktuell nicht freischalten kannst, weil Amazon hier auf seine bewährten Händler legt. Amazon hat begrenzte Kapazitäten in den Lagerhäusern und die reservieren sie jetzt für ihre Händler, die schon seit Jahren auf Amazon verkaufen und lehnen die Anträge von neuen Händlern ab. Das heißt einfach, du musst warten, probierst dann im Januar, Februar nochmal, wenn sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Das Ganze haben wir auch gesehen, als es diese große berühmte Grippewelle weltweit gab. Da wurden Masken auf Amazon verkauft und viele sind auf den Zug aufgesprungen und haben versucht, die irgendwo aus der Welt her zu importieren. Und plötzlich hat Amazon eine Verkaufsbeschränkung auf diese Produktkategorie erlegt und nur noch die aktiven Händler konnten weiterverkaufen. Und wer jetzt seine Ware endlich da hatte und dachte, er kann sie über Amazon verkaufen, hat dann in die Röhre geguckt. Was natürlich auch mit dem Vertrauen und mit der Erfahrung zu tun hatte, die Amazon schon zu den Händlern hatte und mit der Unsicherheit gegenüber neuen Händlern, die vielleicht nicht genau wissen, welche Qualität sie da einkaufen und den Amazon-Kunden, den möchte man schließlich dabei schützen.
Also unterm Strich nicht stressen lassen. Es ist relativ leicht rauszufinden, ob es eine Beschränkung gibt. Es ist leicht, die Beschränkung aufzuheben. Und wenn das Ganze abgelehnt wird, dann wartest du und probierst es später nochmal. Also ich hoffe, du bist jetzt vorbereitet. Du weißt, wie du es angehst und du hast wieder mal gelernt. Verkaufen auf Amazon kann einfach sein, wenn man nur die vielen kleinen Details vor sich hat und weiß, wie man es angeht. Wenn du merkst, dass da noch ein paar mehr Fragen offen sind und du den Verkauf auf Amazon zusammen mit mir starten möchtest, dann schau dir auch mein Trainingsangebot an. Auf wirmachendeinemarke.com findest du mein Mastermind, wo wir 12 Monate lang jede Woche Calls haben und dich dahin bringen zum aktiven Amazon-Verkäufer. Und das über alle Etappen, wie solche Formalitäten beim Vorbereiten, dabei deine Produktidee zu bestätigen, auf Amazon zu starten und wachsen zu lassen. Link findest du unterm Video und da findest du auch den Abonnieren-Button. Wenn du es noch nicht bist, mach es jetzt. Lass ein kostenloses Abo da, damit wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Viel Erfolg dir beim Verkauf auf Amazon. Ciao, ciao.